eine Matrix entwickelt, an der man entlang sicher diskutieren kann. Es geht nicht darum, das möchte ich auch ganz klar sagen, dass wir ganz, ganz hart an dieser Matrix als solche arbeiten, sondern eigentlich die Matrix einfach als Chance nehmen, unsere eigene Arbeit zu reflektieren, ihre Arbeit zu reflektieren, sagen, am Beispiel, Herr Rösch hat vorgeschlagen, das Thema Naturtourismus als Thema zu setzen, einfach zu sagen, was haben wir denn eigentlich momentan im Bereich Naturtourismus strategisch definiert, was ist klar, wollen wir das in neuer Förderphase auch so weiterhin definieren oder gibt es Änderungen? Also von daher, mein Vorschlag eher diese Analyserichtungen oder Themenaspekte nehmen und dann einfach mal reflektieren und sagen, wie sieht es bei uns aus, wie müsste man das bei uns einordnen, müsste man was ändern. Evaluierung spielt schon eine große Rolle. Man muss ja wissen, was hat man denn getan? Ist man auf dem richtigen Weg gewesen oder wo muss man jetzt was verändern? Und da geht es immer auch um Bewertung unserer Projekte, die von Projektträgern eingereicht werden. Da geht es um Ausrichtung unserer Strategien. Müssen wir irgendwas neu justieren, nachjustieren, neu ausrichten? Und natürlich sind solche Sitzungen auch Ort und Gelegenheit für einen Meinungsaustausch. Dass alles viel formaler wurde und am Ende gar nicht mehr der Raum blieb, der Raum und die Zeit, zum Meinungsaustausch, zum Kontakt. Diese Netzwerke, also um einfach diesen Kontakt untereinander herzustellen. Unsere Sitzungen waren geprägt von Formalismen. Ja, und ich denke, sage ich mal, wir sind ja auch von den Begriffen jetzt hier, also wir generieren von Mehrwert, Wertschöpfung und so weiter. Ich meine, das sind ja alles bürokratische Begriffe. Ich bin kein Mensch, der so gerne so theoretisch nochmal Prozesse beleuchtet. Am liebsten rede ich dann mit den Akteuren, um die es ja auch geht und deren Projekte. Aber hier ging es mal darum, auch uns im Management, in der Verantwortung einer lokalen Aktionsgruppe zu sehen. Ich möchte zurück auf die Zielgruppen Ihrer Ile Leader Aktionsgruppe und sagen, okay, wer sind denn im Tourismus unsere Zielgruppen? Mit wem wollen wir als Anbieter qualifizieren? Wen wollen wir als Investor gewinnen? Beutzenburg ist ja auch ein bisschen im Zentrum der Uckermark, die Muckermilch-Eisbar. Zwei Frauen, existenzgründend, eine ist noch dabei, hat sich jetzt eine neue Mitarbeiterin gesucht, lecker Eis und natürlich auch regional sehr verankert. Die Produkte sind oft aus der Region, die sie verarbeitet. Nicht alles, was sie findet, kann sie so verarbeiten. Dann gibt es dort wieder in Beutzenburg einen Gasthof zum grünen Baum. Da wird ein Gasthof wieder entstehen. In diesem Gasthof wird es auch eine kleine regionale Brauerei geben. Ist nicht Uckermarktypisch, aber warum nicht? Dann gibt es einen Regionalladen, dann gibt es barrierefreie Unterkünfte. Das alles an einem kleinen Ort, unweit des großen Schlosses Beutzenburg, was sehr prägend für die Uckermark ist, jedenfalls den Teil der Uckermark, über den wir gerade sprechen. Wir haben natürlich auch einen Landwirt gefördert, der einen kleinen Betrieb Reit- und Fahrtouristik hat und der aber immer Probleme hat im Winter oder in der etwas feuchteren oder nicht so schönen Jahreszeit, wenn man ans Reiten denkt. Dem hat Ile Leader eine Reithalle beschert. Also ich denke, wir waren sehr erfolgreich in der Uckermark, haben viele unserer Ziele umgesetzt. Wir haben die regionalen Produkte und deren Vermarktung bestärkt. Wir haben Aktivtouristen neue, bessere Quartiere, aber auch qualitativ hochwertige Angebote unterbreitet. Wir haben dem demografischen Wandel etwas vorgebaut, dass wir sagen, Menschen können hier wohnen bleiben, wo sie groß geworden sind und andere können hierher ziehen. Und insgesamt denke ich schon, dass wir Arbeitsplätze im ländlichen Raum stabilisiert und neue geschaffen haben und darauf können wir ganz stolz sein.